Hello Friends und was geht's liebe Leute, hier ist wieder euer Crush4TheFake89 zurück bei Let's Play Pokémon Sword and Shield. In dem Pokécamp hier habe ich noch ein bisschen Curry gekocht und dabei der ganzen Evoli-Evolution bin ich dort auch begegnet. Und dabei ist Livelo auf Level 46 aufgestiegen und hat die Attacke Sprungfeder erlernt. Ja, kann es auch... Also eine weitere Flugattacke. Echter Wahnsinn. So. Ja, passt so. Ja. Dafür hat es jetzt Feuerfeger verlernt, weil ich dachte mir schon, wenn es schon Akrobatik drauf hat und mit Doppelkick hätte ich ja wenigstens noch eine weitere Kampfattacke, aber ja, wird dann wirklich bald Zeit, dass es was Besseres bekommt. Bessere Kampfattacke. Ach Moment, ich habe ja Durchbruch, das hätte ich ja total vergessen. Muss ich mal gucken, wer alles Durchbruch erlernen kann. Aber gut, gehen wir erstmal in den... Ich dachte, nächste Stadt, weil... Oh, wechseln wir das Wetter auf eiskalt. What the hell, und dafür bin ich nicht richtig angezogen. Bruh, Alter, ist das kalt hier. Entschuldige mich mal kurz. Ich muss mich am besser umkleiden dafür. Schon viel besser. Gut, jetzt wo ich mich wärmer angezogen bin, bin ich bereit hier für diese harten Wetterbedingungen. So, was haben wir denn hier Feines? Habe ich schon. Oh gut, es werden ja nicht viele Pokémon sein, die ich noch nicht habe. Gut, dass ich da fliegen konnte, weil Sneebel soll eigentlich eine hohe Initiative haben. Einmal versuche ich es noch, der glitzert sogar was. Sternstücke! Ja, da gibt es sogar noch einen Verkaufsgegenstand oben drauf. Aber bislang habe ich ja keinen Erfolg mit dem Pokémon hier. Ja, dieses Mal ist es mir nicht gelungen zu fliehen. Toll, und es hagelt dazwischen noch. Und ich habe kein Eis-Pokémon. Oh! Da kommt dieses Pupita auf mich zugestimmt. Pupita, dieses Sneebel! Ah! Oh. Warum sage ich auf sowas? Ach komm! Nein! Auch das noch! Ja, so soll das eigentlich, so eine Clown-Animation soll das einsetzen bei Kratzfurie. Warum lässt man das nicht gleich so machen? Komm, lass mich weg! Super, danke. Dankeschön, endlich mal. So, was bist... Moment, was bist denn du? Snom Nom? Okay. Ein Käfer-Eis-Pokémon nehme ich mal an. Pupita habe ich in der Zwischenzeit auch Durchbruch beigebracht. Vielleicht hilft das was? Ja, das ist normal effektiv, das passt. Ja, es ist Käfer-Eis. Hm. Also normalerweise fallen ja Käfer in die Winterstarre, aber es gibt anscheinend wirklich ein... Ich weiß nicht, ob es in Real Life Insekten gibt, die Winterkälte trotzen können. Und sich dort am wohlsten fühlen. Snom Nom. Okay. Haben wir es auch mal gesehen. Snomnom, das Wurm-Pokémon. Es frisst den Schnee, der sich am Boden angesammelt hat. Je mehr es frisst, desto größer werden die Stacheln auf seinem Rücken. Nicht, dass es auch noch den gelben Schnee frisst. Ist da schon so zulangt. Ist da noch ein Snomnom, ne? Na gut, erstmal hier der Polizist oder was? Ein Postbote.
Hallo Arena Challenger, wenn du willst, stelle ich mich als Trainingspartner zur Verfügung. Hm. Polizist. Was diese Faces, ey. Oh! Huh. Na, das fängt ja gut an, ein Arcani. Aber dagegen nicht vorbereitet, da nützt ja auch der Bedroher nicht viel. Erdbeben! Als ob mir das was ausmacht. Ja, aber der Bedroher hat doch schon seine Wirkung gezeigt. Dazu hilft sogar der Hagelsturm nichts. Later! Oh, sorry. Okay. So will ich das sehen. Boah, aber Pupita muss bald ausgetauscht werden. Belektro. Mann! Das sind Pokémon, die es die besten Voraussetzungen hat. Aber gut, ich tausche jetzt mal. Gegen Gala Galoppa. Hat er auch Bodenattacken drauf, also. Das passt schon. Das tut schon. So. Aber jetzt. Pferdestärke! Und hinfort. Yes! Meine Pokémon haben sich so angestrengt, aber bei dir hatten sie keine Chance. Viel Erfolg noch. Thank you. Polizisten sollten früher auf Pferde-Pokémon geritten sein. Wie zum Beispiel Galoppa. Nein, dich wollte ich gar nicht. Du Testo, dich hatte ich schon mal. Was machst du überhaupt hier? Bist du hier, um dich abzuhärten? Wahrscheinlich. Ich hätte sonst keine Erklärung dafür, warum sich hier ein Jotesto in kalten Gebieten aufhalten würde. Ach, diese Sneebel nerven langsam. Gibt's echt nur Sneebel? Scheint so. Ich glaube, mehr Pokémon, die wir noch nicht hatten, finden wir nicht. Och, Mann. Okay, jetzt wird es Zeit für eine Heilung. Wenn ich fliehen kann! Nein! Oh, Scheiße! Nein, und der Hagelsturm macht es fertig. Boah, bitte lass mich aber jetzt wenigstens fliehen! Ja, danke. Gerade dann, wenn mein Pupita besiegt wird! Och, Mann! Ist das schon die Stadt, oder? Bilde ich mir das nur ein? Meine Fräse. Wir sind hier, Zester, was? Tja, die Eisroute war aber sehr kurz. Und verkauft er da tatsächlich Eis? Das ist wirklich nichts im Winter. Nee. Das ist uns was für den Sommer. Was bist du denn? Das ist doch ein Flampion! Die Galarform ist also auch von Typ Eis. So ähnlich wie Alola Vulpix. Willkommen in der Stadt des Schnees. Wie dieser Ort heißt, muss ich dir sicher nicht mehr sagen. Schnee, ich liebe Schnee. Ich bin eigentlich kein Fan von der Kälte. Oh, bei Waggon kann man sich aufwärmen. Ich habe mir sagen lassen, Pokémon fühlen sich in ihren Pokémon in den Boxen pudelwohl. Wenigstens. Weil manchmal kommen immer Memes vor, wo
wo es so vorkommt, als wären sie nur in Gefangenschaft. Und ist das eine... Das ist eine heiße Quelle bei dem Brunnen? What? Eiscreme ist besonders lecker, wenn man sie bei kaltem Wetter isst. Für mich nicht. Danke, darauf verzichte ich drauf. Ich habe so viele Kämpfe gesehen. Ich erkenne starke Trainer und Pokémon auf einen Blick. Die Unheil-Pokémon kommen mal ganz groß raus. Als Taxi fliegen wir immer durch die Gegend, da sich mein Karma endlich eine Pause richtig verdient. Ja, und auch hier haben sich mein Team auch eine Pause redlich verdient. Also hier treten wir gegen Eis-Pokémon an. Ich glaube, soweit ich weiß, ist es auch eine Schild-exklusive Arena-Leiterin. Die Frauen empfangen halt sogar alle Pokémon, die in Boxen. Ich hoffe, es übernimmt sie nicht. Achso, alle Pokémon in Boxen werden auch mitgeheilt? Nicht nur bloß das Team. Wow. Das überrascht mich aber. Ich schau mal, ob Galoppa sich vielleicht auch noch an eine weitere Attacke erinnern könnte. Man weiß ja nie. Feenbrise. Das alles? No. Nein, lass mal. Ja, höchstens Pupita hat er jetzt eine Chance, aber das ist zweischneidig. Gestein auf Eis. Genauso wie Kampf auf Eis. Oder Stahl auf Eis. Das geht ja auch noch. Und wer Galagaloppa eigentlich? Da wären sowohl Kramer als auch Galagaloppa die richtigen Kandidaten. So. Das wird das Team sein, das... Ja. Das werden die drei Pokémon sein, die gegen die Eisarena-Leiterin antreten werden. Na schön. Da sind wir also. Aber vorher gucken wir uns hier in der Stadt noch um. Eine heiße Quelle hier. Ich patrouilliere in der Stadt. Ach so. Ist ja was los? Wenn es geschnattert hat, kann man Eis-Pokémon gar nicht mehr richtig sehen. Die Wassertemperatur ist heute wieder ideal. Kein Wunder, dass Pokémon gerne in dieser Therme baden. Eine Freilichttherme oder was soll das hier werden? Warum ist ausgerechnet hier in der Mitte der Stadt eine heiße Quelle aufgestellt? Steakhouse Lecker Paul ist das Beste. Lecker Paul? Setze ich jetzt nicht hin, Mann. Ich würde gerne einen Gelatropo fangen, aber ich bin leider etwas zu alt dafür. Ohne Gras herumzuschleichen, Pokéballs werfen will. Und Gelatropo gegen meinen Karadonis tauschen, das wäre einfach fabelhaft. Karadonis gibt es ja in dieser Generation. Also, was sage ich Generation? In dieser Edition nicht. Aber nein. Ich habe ja selber noch keins. Es gibt so Eis-Pokémon, aber ich habe nie von Schneemann-Pokémon gehört. Sind Schneemänner Pokémon? Nein. Oh, aber das hier ist eins. Ui, das ist ein Friseurladen. Hier lang. Als ob es jetzt da wieder in die Route geht. Wir können hier zum Beispiel angeln. Ich werde vorher die Arena lieber herausfordern. Wenn wir schon hier sind. Muskeln sind der Schlüssel. Wenn du die Muskeln ordentlich Wärme produzieren lässt, an die Kälte kalt. Ja, damit ist wohl das Abhärten gemeint. Wenn der Pokémon-Kampf eingefroren wird, sieht schlecht für dich aus. Dann kann es sich nämlich nicht mehr bewegen. Das ist mir klar. Oh, das hat sich in der Boutique! Hier gibt's anscheinend Wintermoden. Ja, dann greife ich mal schnell zu.
Silkshirt, hä? Stauner, Gegenstoß, Nachtnebel. Hm. Oh, nice. Ui, die schmalen Sonnenbrillen, ha. Die haben was, die haben was. 21.000. Kostet ganz schön was, der Spa. Ups. Was denn das für eine Mütze? Fliegermützen. Nein, danke. Hm. Sneaker. Glaube ich, hatten wir auch noch gar nicht. Da kann ich mir meine... Oh. Jetzt auch noch mit Graffiti-Muster. Hm. Warum nicht dann? Das Logo sieht ganz gut aus. Dann würde ich mir auch dafür die eine passende Reisetasche anziehen. Canvas Reisetasche, nehmen wir das hier mal. Keine Socken und keine Hose? Dafür eine... Was? 88.000? Bist du des Wahnsinns? Ich hoffe, das Geld hat sich gelohnt auszugeben. Dreiviertelärmeln. Das kann ich hier drunter nicht so gut sehen. Hm. Muster, Streifen. Burg Unterrot, Schwarz, Weiß. Hm. Ich glaube, ich nehme das mit Muster. Ja. Sieht mir aber noch ein bisschen anders an. Brauche ich da eine längere Hose? Designer Jeans passen und andere Socken hier. Schwarze Socken. Hm. Oder vielleicht sollte ich mal die Challenger Uniform kurz anziehen. So sehe ich dann, wie das Hemd aussieht. Ach so, ja, nicht schlecht. Das ist wie ein Rundkragenpullover. Naja, nicht wirklich. Nehme ich aber mal die College-Jacke oben drauf. Seiner Jeans. Schwarze Socken. Die Sneaker mit Logos. Vielleicht bei der Canvas-Reisetasche mit Pokéball-Muster. Und die Strickmütze. Wenn mein Kopf schön warm gehalten wird. Und jetzt hier die Handschuhe mit Motiv. Mahlzeit. Ja. So bin ich wintermäßig ausgerüstet. Ha. So, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen weiter in der Stadt um. Ich will mir den Kleidungsstücke finden, die unterstreichen, wie ich meine Pokémon sind. Ich habe eine hohe Körpertemperatur, deswegen reicht mir leichte Kleidung. Ein Jackett würde diese breiten Schultern gut zur Kleidung bringen, oder? Hm. Die Stadt ist auf jeden Fall schon einiges größer. Und da muss die Therme sein. Hm. Ja, und da ist die Arena. Kälte drückt auf meine Stimmung.
Das Flampion ist deutlich besser, speichert nämlich umso mehr Kraft, je kälter es ist. Hm. Ja, so ist es mit dem Pokémon. Ich schaue mir die Kämpfe das immer unter dem Stadion an. Hm. Wenn so auf der Zuschauertribüne von der Ferne ist ein bisschen schwer, dann ist ein bisschen schwer, den Kampf hier zu beobachten. Es sei denn, die Pokémon dynamixieren. Ist das ein Snobilikat auf dem Reli? Ist da ein Relief? Ist das ein Snobilikat, das auf dem Relief abgebildet ist? Sieht so aus. In dieser Therme soll der Held seine Wunden geheilt haben. Es gibt viele Orte, die sich an Pokémon-Kämpfe erfreuen, ohne an der Arena-Challenge teilzunehmen. Es gibt auch Leute, die überhaupt keine Kämpfe austragen. Das ist klar. Muss nicht immer alles mit Kämpfen geregelt werden. Ich war mir sicher, dass ich den Kampf verlieren würde, doch dann hat mein Pokémon plötzlich einen Volltreffer gelandet. Man kann auf Kämpfen so gut vorbereitet sein, im Endeffekt doch oft das Glück. Oder, naja. Ey, was haben wir denn da für eines? Ja, das ist klar. Entweder Skill oder Glück. Oder beides. Eisspeer. Verbessert 2 bis 5 Eiszapfen auf das hier. Es ist ja wieder so eine Mehrfachattacke. Aber ich glaube wohl kaum, dass es irgendeiner von meinen Pokémon lernen kann. Irgendeins von meinem Pokémon. No! Natürlich nicht. Echt schade. Der Steinbonus kühlt es, sammelt sich darauf schnell Schnee an. Das ist das Reinsparadies. Wir haben es zwei Challenge angetan, Hop und Mary. Na, oh, hat Hop also auch schon seine Fans. Eine Limo-Dose hat da jemand vergessen, wie es scheint. Hector sollte meine Challenge aber auch nicht unterschätzen. Ja, das ist ein meiner Fans. Drachenmeteor ist die stärkste Drachentacke, die es gibt. Soll ich sie an deine Pokémon beibringen? Leider habe ich kein Drachen-Pokémon im Team. Von ihm also bekommt man Drachenmeteor. So dumm, dass ich kein Drachen-Pokémon habe. Das wäre schon cool gewesen. So, hier sind die ganzen Häuser. Ach, ist das hier? Mein Kloptopus war gerade im Thermalbad, sein Körper ist mollig warm. Da ist auch noch heißes Wasser. Hm. Ein Inferno-Pot. Wer richtig Kämpfer haben will, muss reichlich essen. Du redest beim Essen über die Arbeit? Willst du dir Mahlzeit verderben? Ist wirklich unglaublich, Ecke. Ich wünschte, ich würde auch so gut hinbekommen, dann könnte mein Pokémon auch mal was davon kosten. Na? Das ist perfekt gebraten, es ist saftig und hat Biss. Der Koch verdient ein großes Lob. Kann ich mit den Herren auch irgendwie reden? Nö. Das ist ein toller Wander, bestimmt. Ich habe ihn auf einen Antiquitätenmarkt ergattert. Dort hängt ein Wandteppich. Kann es sein, dass du ihn irgendwo schon mal gesehen hast? Doch nicht etwa aus der Schatzkammer, oder? Nee. Und ich bin willkommen bei Leckermann und der Steakhouse-Fälle. Ist kein Gast hungrig. Okay, hier gibt es nichts Besonderes. Die Hörentherme. Ich habe gehört, diese heiße Quelle gab es schon seit Urzeiten. Da kommen wir jetzt drunter zu dieser Therme, ha? Huh? Gibt's noch so viel zu entdecken, ey. Weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Jetzt hänge ich wieder fest. Was ist mit den Häusern hier? Gehen wir erstmal hier rein. Sieht mir nach Hotels, sehen wir nach Hotels aus, ha? Huh? Ohne mein flauschiges Elfhund kann ich nicht schlafen. So, hä?
Benutzt du es etwa als Kopfkissen? Die Gebäude in Zylzester haben. Wir werden seit Urzeiten in demselben Baustil errichtet. Diese Stadt atmet förmlich Geschichte. Es sieht schon mal hier wirklich schick eingerichtet aus. Ich möchte irgendwann irgendwohin, wo es niedliche Eisbogen gibt. Dann versuch es bei Route 8 zum Beispiel. Oder Route 9. Sollen wir bald nach Score City gehen? Ich will mir den Champ Cup ansehen und nebenbei noch ein paar Sehenswürdigkeiten abklappern. Das wird wohl unser letzter Stopp. Okay, durchforsten wir mal diese ganzen Hotelzimmer hier. Karate-Fuzis. Erst wenn man die grundlegende Technik gemeistert hat, kann Kämpfen in der Praxis stellen. Diese Lektion habe ich hier durch Karate erlernt. Es soll wieder Pokémon geben, die in heiße Quellen tauchen und ihre Wunden sollen. Ob das auch so als Pokémon Center dienen könnte? Mein Paten-Pokémon ist sehr reinlich, es kommt gar nicht mehr aus der Dusche. Dabei gehört es doch dem Typ Boden an. Tatsächlich? Was? Ein Rotomuff, das sich duscht? Sachen gibt's. Da frage ich mich dann, wie es dann plötzlich, wenn es eigentlich kein Wasser mögen sollte, wie es dann plötzlich nicht mehr resistent gegen Wasserattacken ist, so sein kann. Schon seit meiner Kindheit fühle ich mich in den Gängen von Hotels immer, als hätte ich mich verlaufen. Dabei ist es hier nur ein gerader Gang, da kann man sich nicht verlaufen. Wir sind zu Recherchezwecken hergekommen, Gala ist wirklich wunderschön. Und erst die vielen Currys wurden sehr lecker. Curry ist auch in Kanto sehr beliebt. Aber hier gibt es einfach eine größere Auswahl. Ich stehe im Moment total auf die Rotom-Rallye. Hoch, hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Ich würde sagen, du kommst einfach wieder, wenn du stark wie ein waschechter Champ geworden bist, okay? Okay, also den Trainer können wir dann erst herausfordern, wenn wir Champ geworden sind. Das muss ich mir vormerken, weil wenn wir erstmal Champ geworden sind und auch das Postgame abgeschlossen haben, werden wir noch einen richtigen Rundgang durch die Region machen zum Abschluss. Rückkämpfe bestreiten wie sonst was. Hi, ich bin der Projektleiter. Dann erwartet du versuchst eine Pokédexte vollständig. Das wird man gern, gib nicht auf und schnapp sie dir alle. Hier sind die Entwickler! Hier ist Game Freak! Ach ja, da fällt mir ein, ich habe etwas, das dir helfen könnte. Ein super Fangpin? Ein mysteriöser Glücksbringer, der nur wenig wackelt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Superfang hinzulegen. Hey, nice! Komm, wenn du einen Pokédex vollständig hast, ja? Mein Super. Ich habe also eine höhere Chance auf einen Superfang? Nice one! Hep und Hep, das kann doch nicht so schwer sein. Das ist, als könntest du gut Puckbälle werfen. Hörst du die Musik im Hintergrund? Die stammt von mir. Ist das Toby Fox? Na, der hat auch einige Musiken von dem Spiel produziert. Also für das Spiel produziert. Ich meine, zuerst bei der anderen IP von Game Freak Town und ist auch wieder bei Schwert und Schild. Ich habe das Gefühl, Game Freak will Toby Fox tatsächlich für sich gewinnen. Aber wie will er dann bitte schon an Deltarune und anderen weiteren eigenen Spielen weiterarbeiten? Ich bin für den Projektplan zuständig. Meine Arbeit besteht darin, neue Spielideen zu entwickeln, daher ist Spielen ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass sie dann auch wirklich echt coole neue Spielideen entwickeln in nächster Zeit. Aber mal sehen, was hier sonst noch kommen kann, weil noch sind wir ja mit Schwert und Schild nicht fertig. So. Jetzt auch schnell das andere Gebäude. Das ist auch wieder eine Hotelanrichtung. Ui. EFEM. Ich warte hier auf jemanden. Mein EFEM hält seinen Ultraschall nach Ausschau. Du kannst dir aussuchen, welchen der beiden Häuser von Hotel Ione du nächtigen möchtest. Sind das beide dieselben? So, diese beiden Gebäude gehören also zur selben Hotelkette. Hotels sind toll, man muss sich weder um Sauer machen noch um die Wäsche kümmern. Wir haben es geschafft, Tickets für die ersten Rennen zu bekommen.
Manchmal kriegt man da zwar eine Attacke ab, aber das ist gerade so spannend. Ich glaube nicht, das wäre ein bisschen zu gefährlich. What the hell? Also ich will nicht, dass die Zuschauer eine Attacke abkriegen. Die sollen eigentlich dafür abgesichert sein. Da frage ich mich dann, wieso es bitteschön Dynamax in Stadion gibt. Da laufen die Zuschauer der Gefahr aus, selber von den mächtigen Dynamax-Attacken getroffen zu werden, wenn es da keine Schutzbarriere gibt davor. Ich warte auf meine Frau. Eigentlich müsste man sagen, meine Frau lässt mich warten. Es ist allerdings nicht immer ratsam, alles beim Namen zu nennen. Und wo ist deine Frau? In einem der Hotelzimmer? Diese Unrat-Tütox helfen hier beim Reinmachen aus, aber anstelle von Trickelt freuen sie sich vielmehr darüber, mit Müll gefüttert zu werden. Ja, auch wenn sie nicht wirklich mein Geschmack sind, es scheint so, als wären die Pokémon hier wirklich sehr nützlich. Braucht man selber keine Müllverbrennungsanlage mehr, wenn hier diese Pokémon den ganzen Müll wegfressen. What the? Was ist denn hier los? Das bedeutet, dass sich der Schuldige unter uns befindet. Stich? Nano, wer bist du denn? Ich befinde mich ja gerade mit einer Schlussfolgerung, also stör mich nicht. Was ist hier los? Ich sollte mich wohl zunächst einmal vorstellen. Gestatten, mein Name ist Heims, Meisterdetektiv. Ich wurde vom Hotel angeheuert. Momentan bin ich dem Täter eines abscheulichen Verbrechens auf der Spur. Die Anschuldigungen sind ernst. Jemand hat sämtliche Beeren gegessen, die in der Lobby lagen. Ich habe die drei Personen, die sich zum Tatzeitpunkt der Lobby aufgehalten haben, hier zusammengerufen. Aber meine Kombinationsgabe leidet darunter, dass mich ständig jemand stört. Abscheuliches Verbrechen, dass ich nicht lache. Dafür muss ein Detektiv angeheuert werden, nur weil jemand ein paar Beeren gegessen hat. Ich hab's, du da, Störenfriedchen. Nenne dich hiermit zu meinem Assistenten. Ich hab nicht ja gesagt. Nimm die Aussagen der drei Verdächtigen auf. Soll ich jetzt hier Detektiv spielen? Was zum Teufel? Alleine hier wegen ein paar Beeren. Gleich einen Meisterdetektiv anheuern ist doch was? Du hattest auch das Pech, in diese absurde Geschichte mit hineingezogen zu werden, was? In der Lobby gab es eine riesige Menge Beeren. Die hätte ich nie im Leben alle essen können. Ich frage mich, wo mein Pokémon steckt. Hast du die Beeren? Ich habe sie nicht gegessen, aber sag mal, hast du mein Pokémon gesehen? Ganz klarer Fall. Schon alleine durch seine Aussage weiß ich, dass keiner der drei dahinter steckt. Also, das Detektiv ist mir vielleicht einer. Ich habe zwar den Berg an Beeren gegessen, aber mein Arzt hat gesagt, ich soll mit den Bären zurückhalten. Da haben wir den Schuldigen. Raffel. Ah, da ist es ja. Wo warst du denn? Raff, raff. Sein Mund herum klebt eine große Menge Bärensaft. Nachdem ich alle Aussagen gehört habe, kenne ich nun den Schuldigen. Der Täter sind Sie, Frau Tänzerin. Meisterdetektiv, ja? Ist klar! Noch schlimmer als Libell! Was? Wieso denn ich? Sie als Zentren bewegen sich viel und sind deshalb bestimmt immer hungrig. Ein klarer Beweis. Aller Irrtum ist ausgeschlossen, denn mein Verstand ist so scharf wie die Lauchstange eines Porentas. Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie sind doch ein Hochstapler. Wie bitte? Ich bin kein Hochstapler. Ich bin Meisterdetektiv. Das ist doch total inkompetent. Redet sie jetzt gerade? Das ist total inkompetent. Klär die Sache auf. Ich bin schockiert. Raffi? Ist dieses Pokémon der Täter? Ja! Was wäre, wenn ich eine falsche Antwort gegeben hätte? Was? Raffel ist der Täter? Raffi? Oh, er hat recht. Sein Mund ist ganz vollgeschmiert. Ja, es hat ganz klar Beeren gefressen. Tatsächlich ist es völlig verklebt von Beerensaft. Raff, raff! Was anderes habe ich von meinem Assistenten auch nicht erwartet. Wie er sich doch noch herausreden. Wie er noch versucht, sich herauszureden. Oh Gott! Hier hast du eine Belohnung dafür, dass du den Fall gelöst hast.
alleine für eine Großlinse dieser ganze Aufwand hier. Ach, ausgezeichnet. Ich bin überglücklich. Nun denn, alle miteinander, leben Sie wohl! Hey, stehen geblieben! Zeig's ihm. Ich weiß nicht warum, aber ich laufe ihm einfach mal hinterher. Was? Was ist das für ein komischer Kauz? Kaffee! Oh Gott. Das Cringe-Fest alleine für diese Großlinse ist doch nicht zu fassen.